Assalamu alaikum und herzlich willkommen zum Libyen-Widerstandsbericht für die Zeit vom 14. bis 17. Oktober 2011. Seit Zero Hour am 14. Oktober ausgerufen wurde, überschlagen sich die Ereignisse. Es ist sehr schwierig, Angaben zu machen, die nicht schon nach ein paar Stunden veraltet sind. Wir suchen dennoch einen Überblick über die letzten Tage zu geben. Wie wir bereits in den letzten Sendungen warnten, kam es zu einer weiteren PSYOPS-Medienlücke. Khamis Gaddafi, ein Sohn des libyschen Revolutionsführers Muammar al-Gaddafi und General an der Spitze der fallenden Nordwestislamisten operierenden Elite-Truppen, soll getötet worden sein. Dies erfolgt diesmal nicht aus den Kanälen des Fantasy-Nachrichtensenders Al Jazeera, sondern aus dem zuvor abgeschalteten Arai TV, einem syrischen Sender, der dem libyschen Widerstand nahesteht. Das syrische Regime steht unter dem Druck seitens der USA, diese Stimme der Wahrheit immer zum Schweigen zu bringen. Rattenfürst Jibril besucht die Besatzung von Rateh Maliki, um dort Haftbefehl gegen die Gründer von Arai, einem exillebenden Iraker, zu verwirken. Auch die iranische Presse steht unter Druck. Ein Interview des iranischen Senders Press TV mit der unabhängigen Journalistin Lizzie Fallon wurde wieder von dessen Homepage gelöscht. In Großbritannien wurde der Sender nach unseren Erkenntnissen komplett vom Netz genommen. Tripoli. Am 14. Oktober gingen die Bewohner des Arbeiterviertels Abu Salim als erste auf die Straße, um gegen die NATO und ihre NPC-Ratten zu demonstrieren. Es kam sehr schnell zu Zusammenstößen. Die Ratten eröffneten das Feuer auf die unbewaffneten Demonstranten. Augenzeugen aus Tripoli berichten, dass die NATO Luftangriffe gezielt auf Demonstranten geflogen hatte. Also genau das selbst tut, was sie dem Revolutionsführer Gaddafi als Verbrechen nur angedichtet hatte. Als Reaktion darauf ergriffen die Bürger der Stadt die Waffen und vertrieben die NTC-NATO-Söldner aus dem gesamten Ostteil der Stadt und FDP-Bezirken im Westen. Am Abend des 14. Oktober rief Musa Ibrahim auf, die Botschafter verschiedener westlicher Staaten festzusetzen. Seitdem fehlt von den Botschaftern der USA und Frankreichs jede Spur. Russische Quellen berichten am 16., dass sich Muammar al-Gaddafi mit den Botschaftern treffen würde. Ob diese das nun freiwillig tun oder nicht, ist unbekannt. Jetzt berichten BBC und andere westliche Medien von den abscheulichen Gräueltaten der Söldnerheere, die Tripoli und andere Städte besetzt halten und sich für libysche Rebellen ausgeben. Vor laufender Kamera wird ein unbewaffneter Zivilist bei einer Razzia von den Ratten niedergestochen, obwohl er keinerlei Gegenwehr geleistet hat. Khamis befindet sich mit seinen Kämpfern nun in der Stadt und weitere Stammeskrieger sind auf dem Weg nach Tripoli. Mehrere Gebäude der NTC-Ratten wurden während der Kämpfe gestürmt und Unterlagen beschlagnahmt. Syrte. Auch in dieser Stadt können die westlichen Medien immer weniger verbergen, welche Massaker am libyschen Volk begangen werden. Seitens der NATO und ihrer Söldnerratten. Ganze Familien unbewaffneter Zivilisten werden ausradiert durch die Mörderbanden der NATO in einer völlig zerbombten Stadt halten die Verteidiger weiter stand. Darunter viele schwarze Libyer. Sie kämpfen um ihr Leben vor den rassistischen Horden, für sie gibt es nur Sieg oder Tod. Sirte und Bani Walid haben viele Überlebende in die ethnisch gesäuberte Stadt Tawerga aufgenommen. Sie wissen, dass sie keine Gnade von den Nazi-Ratten des TNT zu erwarten haben. Die Menschen in Sirte hungern und verdursten. Tausende sind in den letzten Wochen ums Leben gekommen. Eine humanitäre Katastrophe. Verursacht in erster Linie durch die NATO und ihre Luftangriffe. Dennoch hat der Aufstand in Tripoli Entlastung gebracht. Die Belagerung ist durchbrochen und die libysche Widerstandskämpfer greifen nun die Lage der Rebellen vor der Stadt weit in der Wüste an. Seit der letzten Sendung dürfte nach unserer Schätzung ca. 4000 Ratten den Tod gefunden haben, alleine 1220 am 14. Oktober in Sirte. Bani Walid. Um von ihren Niederlagen in Sirte abzulenken, richten NATO-Ratten, westliche und katarische Kriegsmedien den Fokus wieder auf Bani Walid. Überraschend für die Einwohnerstadt hat der TNC bereits gemeldet, die Stadt sei gefallen. Die Verteidiger konnten hunderte Angreifer eliminieren und Waffen beschlagnahmen.
die in der Stadt abgesetzten Spezialkommandos, vermutlich zu Videodrehzwecken, wurden besiegt. Zawiya. Die Stadt konnte nach heftigen Gefechten vom libyschen Widerstand befreit werden. Die NATO und ihre NTC-Statthalter versuchen nach neuesten Meldungen mit frisch eingeflogenen kolumbianischen Söldnern die Stadt zurückzuerobern. Zaba. Die Stadt verteidigt sich weiterhin erfolgreich gegen eine Einnahme durch die NATO-Ratten. Tunesien. In Tunesien werden die Nachschublinien der Ratten angegriffen. 25 LKWs wurden zerstört in einer einzelnen Operation.